In NCIS Hawaii durfte Vanessa Lachey als Agentin Jane Tannen die Besetzung anführen. Nur wenige Monate nach der Premiere gibt es jetzt weitere gute News für die Fans, denn das NCIS-Universum wird sich erweitern. Dieses Mal verlassen die Ermittler zum ersten Mal die Vereinigten Staaten. Eine lange Reise steht bevor. Es geht in das sonnige Sydney. Kehrt ein beliebter NCIS-Star dafür in einer Hauptrolle zurück? In der dritten Staffel wurde Siva, gespielt von Cody DiPablo, Mitglied des NCIS-Teams. Sie verließ die Serie, weil sie mit der Richtung nicht zufrieden war, in der es für ihren Charakter ging. Damals sagte sie während einer Fragerunde: "Leider habe ich mich entschieden, nicht zu NCIS zurückzukehren, weil politische Dinge und Drehbücher nicht gut genug waren." Dennoch war sie in einigen Folgen der 16. und 17. Staffel zu sehen. Ein Comeback hatte sie auch zuvor nie wirklich ausgeschlagen. Sie meinte, sollte jemand etwas wirklich Fantastisches für ihre Rolle schreiben, könne sie sich eine Rückkehr vorstellen. Die Schauspielerin hat also bereits mehrere Male bewiesen, dass sie mehr als bereit ist, in die Crime-Serie zurückzukehren. NCIS Sydney könnte ihre neue Chance sein. Für das neue Spin-off wäre ein derart bekanntes Gesicht eine große Chance. Bislang gibt es allerdings keine Hinweise darauf, dass Pablo die Hauptrolle im Spin-off übernehmen wird. Die Serie ist für 2023 geplant, doch noch macht die Produktion ein großes Geheimnis um den Cast.